So, hier sind wir dann mal. Oh, guck mal, sogar noch Loot. Digga. Ja, natürlich looten wir das hier leer, soweit wir können. Warte, da ist noch eine Dose herumgekullert. Ja, also wir durften hier looten scheinbar. Nur nicht hier auf dem Tisch. Weißt du was? Aber schlechtes Karma. Immer. Nehmen wir. Ja, das glaube ich auch, aber weißt du, Schlüssel verwenden? Ultra Jet, 11-mal. Cool. Nehmen wir mit. Ja, also wenn ich jetzt schlechtes Karma so viel kriege, dass Crossy nichts mehr mit mir zu tun haben will, dann hole ich mir halt irgendeinen von den Bösen. Bleib mir doch mal auf dem Weg hier. Blöde Trunzel. So, Entschuldigung, Schlüssel verwenden. Ach, guck mal, noch ein Stimmpack. Ein Toaster nehme ich mit. Wir haben eigentlich auch noch eine ganze Sache, die wir looten können. Ist leer. Erinnert ihr euch an die Familie, La Familia? Da haben wir eigentlich auch nicht alles leer gelootet. Oh, was sind das denn? Ach, das ist ja lustig. Ja, es hört einfach nicht auf. Aber ich will hoffen, dass wir es heute schaffen. Also ich bin in guter Hoffnung, dass ich die 5 Stunden schaffe. Wieso, er sagt, geht's schlecht? Nein, schlecht geht's mir ja nicht. Es ist halt nur, wie soll ich das erzählen? Ich bin halt nicht, wo ging denn das hier raus? Ich bin halt nicht mit der vollen Kraft ausgerüstet. Das ist es halt. Tür. Immer aus dem Weg. Wo ging denn das hier raus? Nee, das sind einfach nur die Toiletten. Also, Metal-Leute, ne? Ach, da, guck. Ja. Wird schon. Und eigentlich könnten wir jetzt... jetzt scrollt ausgerechnet der Bildschirm auf dem... der zweite Bildschirm nicht mit. Ein Kraftwerk Wappel in der Nähe von Arefu, südlich von Arefu. Da soll in der Nähe was sein. Und ich könnte dann gleich mal eine kleine Pause machen. Wie viel? Ach, Schiete, das ist dann ja mittendrin. Ja, es wäre natürlich passend jetzt, denn da oben ist Arefu. Lass mich mal sehen. Ich will immer noch M drücken für das Arefu. Kraftwerk Wappel, da haben wir es. Ja. Ich kann nicht aus dem Bild aus dem Bildschirm raustappen. Das ist das Doofe. Ich muss der unbedingt eine Knarre geben. Warum bin ich dann versteckt? Ich will gar nicht versteckt sein. Irgendwer schießt. Ich glaube, es hieß, hier wäre irgendein... halt. Ach so, ein Jaguar. Bist du bescheuert? Woher hast du denn die Knarre, Mädel? Sie hat wieder eine Knarre? Okay. Ach, hier ist eine ganze Menge. Los, so. Zack. Zack. Kriegen wir heute noch ein bisschen Action hier. Ich glaube, es hieß, oben auf einer Anhöhe wäre ein Sniper-Posten. Und dort... wäre irgendwo. Ich bin jetzt auf der Suche nach einem Transkript der Familie Keller, wenn du dich erinnerst. Ach, guck mal, was hier ist. Eine Nuka-Cola Quantum. Tegerowski und jede Menge Loot. So, also Sniper-Posten hier. Aha. Warte mal. In den Po. Schubst die Kuh. Ja. So, ich will hier sicher gehen. Irgendwie wurde... Also ich weiß nicht, ob das dieses Transkript war. Oh, ein Teddybär. Das erinnert mich an was. Wir haben heute unter Umständen auch noch in 2 Add-ons zu reisen. Meine Güte, wenn ich das mal heute alles schaffe, was ich mir vorgenommen habe. Och, ich höre noch was. Ach, das macht doch immer wieder Spaß. Da ist der Kuh auch noch den Schädel weggesprengt.
Na geil. Und jetzt habe ich eine andere Kuh auch noch hochgejagt. Das macht doch Spaß hier. Sag doch mal, das macht doch Spaß. So. Aha. Kuckuck. Kann man auf das Euter zielen? Hui, da wird sie zu much. Touch too much. Oh, auf was schießt du? Ach. Da ist ein Skorpion und der hat gerade die Kuh kaputt gemacht. Ah, ich kann nicht mehr schießen. Crossy, pass auf dich auf. Ich kann dir unter Umständen heute nicht mit der vollen Stärke dienen. Doch. Geht doch. Ja, würde ich auch sagen. Was hat die Bruderschaft für ein Interesse an Radskorpionen? Fährt die gerne Rad? Ich kann es doch nicht wissen. Aber vielleicht direkt bei Wappel. Ich muss da mal hingehen. Ich kann mich nur dran erinnern, Kraftwerk Wappel südlich. Ach du meine Güte. Die Talons. Wollt ihr nochmal Spaß haben oder was? Hui, Kopfi weg. Kevin, deine Lieblingssachen. Macht das Spaß. Talons schießen. Wie in alten Zeiten. Rein ins Kopfi. Ja, jetzt bin ich wieder voll in meinem Element. Haust du den mal? Danke. Geh mal aus dem Weg. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, du wurdest getroffen, weil du blöd bist, wie ein Stück Schiete. Ah ja, gut. Hier so, oh. Digga. Ich habe schon mal gesagt, du siehst aus wie ein alter Mitschüler. Ich kann nicht sagen Schulkollege, weil ich den nicht mochte. Kollege ist ja jemand, den du magst, würde ich mal sagen. Und den Vogel, den ich jetzt hier so beschreibe und den ich schon mal beschrieben habe, den mochte ich nun mal überhaupt nicht. Nee, was ich sagen wollte, bevor die Vögel hier ankamen, wo ist der andere noch? Ich glaube, der eine wird mir abhanden kommen. Ach nee, hier ist noch einer. Aber ich glaube, einen konnte ich jetzt nicht looten. Ist auch egal. Wir werden das Loot eh nicht los. Nee, hier stand, also da stand irgendwie in der Wiki, dass das irgendwie mit dem Wappel, dass das südlich von Arefu wäre, von Arefu, so habe ich das ja immer genannt. Und dass da in der Nähe, Umspannwerk, ist es hier vielleicht? Drinnen? Transkript der Familie Keller vielleicht? Nee, hier waren wir schon zum Looten. Aber das will ja nichts heißen. Ich habe ja schon öfter Loot liegen lassen. Und aber es würde mich schon irgendwie so ein klein wenig anstuhlen, wenn ich... Handstuhlen? Was? Wenn ich ausgerechnet ein Transkript der Familie Keller hätte liegen lassen. Nö, aber hier ist keines. Was ist das da? Ist das eine Bodenplatte oder so? Nee, also... Tja. Aber ihr seht, wir haben hier noch mal ein bisschen Spaß. Im Ödland. Öd. Ich werde mal warten, bis es morgens ist. Oder. Achso, das ist 8 pm. Okay, alles klar. Dann. Eigentlich brauchen wir nur 11 Stunden zu warten. Wir wollen ja keine Zeit verschwenden. 30 Minuten, meine Lieben. Ja. Das scrollt leider nicht mehr. Es scrollt leider nicht mehr auf dem zweiten Bildschirm mit. Sonst. Ja, zumindest nicht mehr nach oben. Ich sehe jetzt hier auch keinen Sniper-Außenposten oder ähnliches. Vielleicht muss es aber auch irgendwas anderes sein. Wisst ihr was, ich gehe das Risiko mal ein. Ich speichere einmal kurz. Und dann lasse ich euch hier in der Aufnahme kurz. Guck einmal auf den zweiten Bildschirm. Ich überspeichere den mal, ja. Speichere den mal. Dann gehe ich in den Pausenbildschirm. Manchmal funktioniert das, dass wenn ich da raus tabbe, dass es dann noch geht. So, ich bin jetzt mal im Browser kurz. In der Brause.
Und da schauen wir mal. Also mir fehlt. Reise zum Kraftwerk Wappen 58 südlich von Arafu. Dann den Stromleitungen in Richtung Norden folgen. Nach kurzer Zeit findet ihr unter einem Strommasten einen kleinen durch Bretter geschützten Unterschlupf, wo sich in einem Regal das erste Transkript der Familie Keller befindet. Also Stromleitungen Richtung Norden folgen. Okay, alles klar. Ich hoffe, ich komme jetzt wieder ins Spiel rein. Ansonsten gibt es Schnitt. Jo, hallo. Und da sind wir wieder. Ich hatte inzwischen schon mal 10 Minuten weitergespielt und hatte das Transkript der Familie Keller inzwischen gefunden, bevor mich ein weiterer Absturz wieder zurück nach hier schickte. Na super. Und ich hatte auch erzählt, wie die ganze Geschichte, ach du schon wieder, den hatten wir von auch schon, und Blähfliegen und andere Spezialitäten, das ist neu, das hatte ich letztes Mal nicht. Ja, ich hatte erzählt, wie der unschöne Vorfall stattgefunden hat, während uns Hundis angriffen und Blähfliegen und so weiter und so fort. Na, sind die Blähfliegen auch? Ja, sie ist auch wieder da, super. Erstmal holen wir uns den hier. Den hatte ich letztes Mal nicht gekriegt. Ja, jetzt hoffe ich mal, dass es nicht gleich wieder abstürzt. Also ist dann irgendwie mittendrin nach 10 Minuten abgestürzt und unschön. Ja, was ist passiert? Also wie gesagt, ich bin überfallen worden. Ich hatte eine kleine Radtour gemacht zum Sachsenwald, in Richtung Sachsenwald, hatte aber vorzeitig aufgehört. Alter. Hatte vorzeitig halt den Rückweg angetreten, weil mir halt danach war. Ich hatte ein paar Umwege gefahren. Ruhe. Und auf dem Rückweg kam ich halt über einen hier in der Umgegend liegenden Großradweg, ne? Also ein Fernradweg, der von Glinde bis nach Lübeck hochgeht. Ich war zwischen Glinde und ja so ein bisschen Trittau unterwegs. Es müssten hier gleich ein paar Ödländer auftauchen. Ach du meine Güte. Muss denn hier so viel los sein heute? Hör auf, auf ihn zu schießen, Vogel. Ja, Kopf ab. Geil. So, und jetzt kommt noch ein Mini-Skorpion. Alter, kann das mal aufhören? Ich will doch nur zu Ende erzählen. Nase juckt. So. Ja. Dankeschön. So, ja, was ist dann passiert? Also ich war auf diesem Fernradweg, den ich schon öfter mal gefahren bin, auch mit meiner Liebsten zusammen. Ah, da ist das Transkript der Familie Keller, das hören wir uns auch gleich noch mal an. Und da sind so in unregelmäßigen Abständen so Rastplätze mit so jeweils zwei Bänken und einem Tischchen in der Mitte. Und da habe ich mir das öfter auch schon mal mit meiner Liebsten gemütlich gemacht. Alles in bester Ordnung. Ich war auf dem Heimweg. Und dann auf einmal tauchten vier Jugendliche auf. Junge Erwachsene. Lass mich nicht das Alter schätzen, ich bin darin schlecht. Und sei doch mal still. Und die fragten halt, Ruhe. Und die fragten halt, also die kamen auf Fahrrädern da vorbei, ziemlich gute Fahrräder, muss man sagen, also wirklich gute Teile. Allerdings muss man dazu sagen, das Outfit und auch die ganze Art der Jungs und Mädels passte nicht zu dem geschätzten Preis der Fahrräder. Man hätte vielleicht argwöhnisch werden sollen. Naja, auf jeden Fall die fragten, ob sie sich zu mir setzen könnten, weil da ja eine Bank frei war, ne? Und und warum sollte man Nein sagen? Warum wohl? Naja, auf jeden Fall, ich sagte ja. Und eigentlich war auch alles klasse, bis der eine Typ mich halt fragte, ob er meine Bluetooth-Box haben könnte. Eine ziemlich gute.
Und ich sagte selbstverständlich nein, weil warum sollte ich das Teil hergeben? Und dann meinte er, ob, wenn er sie sich einfach nehmen würde. Ende vom Lied, ich will es gar nicht lange ausschmücken, Messer am Hals gehabt und der andere war so heldenhaft, mir hier noch eine hinzubatzen. Deswegen musste ich dann auch später mal ins Krankenhaus. War aber nicht viel. Nichts Böses. Will da gar nicht ins Detail gehen. Naja, es wurde eine mittlere Menge Geld geklaut, die Bluetooth-Box, die eigentlich unwiederbringlich ist, weil sie nicht mehr hergestellt wird und es sowas Ähnliches auch nicht mehr unbedingt gibt. Also ganz besonders scheinen sich ja heutzutage die Hersteller darauf verlegt zu haben, keine SD-Kartenschlitze mehr einzubauen, was ärgerlich ist, weil ich halt nicht gerne noch ein Handy leerdudle, während ich sowieso schon Musik höre. Also zwei Geräte einfach leer spielen, ne? Warum sollte man das machen? Ich finde die Konstellation ziemlich dämlich. Wenn du da anderer Meinung bist, sei dir das gegönnt. Ich speichere mal, falls das Teil wieder abstürzt, denn kurz hiernach hat es das dann getan. Ja, ich speichere einfach mal über. Das sollte man zwar nicht machen, aber ich mache es gerne. Weil sich halt Leute drüber aufregen. Wir hören uns mal kurz das Transkript der Familie Keller an, ehe ich weiter erzähle. Ich will auch wirklich nicht zu sehr drauf eingehen. Es ist nicht so doll. Tina, ich bin's. Dein Bruder, Alex. Mama würde mich umbringen, wenn sie wüsste, dass ich zu dir Kontakt aufnehme. Aber sie ist einfach unerträglich. Du musst nach Hause kommen, verstehst du? Diese Sache mit China, die läuft nicht weg. Wir versuchen, in eine dieser Vaults zu kommen. Falls das alles nicht funktioniert, habe ich einen Plan B. Es gibt da diesen Bunker, auch so eine Art Vault, im Depot der Nationalgarde. Sieh mal, egal was es kostet, die ganze verdammte Familie Keller wird diesen Sturm überleben. Aber du musst nach Hause kommen. Jetzt! Okay. Was das zu bedeuten hat, kann ich euch erzählen, wenn wir das nächste Transkript der Familie Keller finden. Ich habe nochmal geguckt in der Wiki, wo das nächste und letzte Teil ist. Es ist hier oben irgendwo Grog Breakers Las Gas. Aha, Shellbridge. Ah, da waren wir auch schon mal. Da genau. Und da gehen wir zu Fuß hin. Das habe ich vorhin auch schon angefangen. Dann ist es abgestürzt. Gut. Warum das? Gut, wir haben einen Custom Marker gesetzt. Ich hole mal die Knarre raus und es geht weiter. Naja, auf jeden Fall. Ach du mein, kann das nicht mal aufhören? Ja, das ist mir egal, dein ältester Lines ist mir vollkommen egal. Alter, kannst du mal aufhören zu nerven? Ja, ich weiß, Feind am Boden. Ja, nachdem ich den letztes Mal platt gemacht habe, ich sehe gerade, ich könnte unter Umständen, wenn ich nicht aufpasse, habe ich mich irgendwie auch gefühlt. Nee, war nicht so schön. Also, ich speichere mal, ehe ich das alles nochmal machen muss. Also. Ja, also es wurde eine mittlere Menge Kohle geklaut, die Bluetooth-Box, unwiederbringliches Teil, inklusive einer schön großen SD-Karte und einer daran hängenden Powerbank, die da dran hing, weil ich ja auf dem Rückweg war und das Teil schon eine Weile gelaufen ist. Warum liegen hier tote Ameisen? Das kannst du mir auch nicht erzählen. Nehmen wir aber mit das Ameisenfleisch. Was das Irreste war, also die waren sowieso irre, die Kids. Also die haben sich dann zum Schluss wirklich wie drogendröhnende Tiere aufgeführt, hysterisch rumgeschrien und es war einfach irgendwo, also sie waren ja am Anfang recht normal, aber dann, es war wie ein Albtraum, Digga, es war wie ein Albtraum. Vor allen Dingen das Mädel war der totale Horror. Also es waren drei Jungs und ein Mädchen. Das Mädchen war hatte so Charakter, als wäre sie sozusagen die Gemeinschaftsmatratze der drei Jungs.
Das kann man so sagen, sollte man so sagen, um der Wahrheit die Ehre zu geben. Falls ihr das hier seht, ihr dämlichen Blagen. Ihr habt das voll verdient, diese Bezeichnung. So, und auf jeden Fall, ja, die hatten halt alle sehr gut ausgerüstete und teure Fahrräder. Ach, hier noch Kram. War ich hier schon mal oder war ich hier nicht? Also es sieht ziemlich ausgeräumt aus. Ja, es sieht ziemlich ausgeräumt aus. Also war ich hier schon mal. So. Komm mit Crossi, hier haben wir nichts mehr verloren. Und das total Irre daran war, die hatten ja nun sehr gut ausgerüstete Fahrräder, aber was sie zusätzlich zum Geld und zum Ghetto-Blaster geklaut haben, also zum Bluetooth-Blaster geklaut haben, ist ausgerechnet mein Fahrradständer, den haben sie abgerissen vom Rad. Geht es noch dümmer? Geht es noch verrückter? Naja, es war inzwischen ziemlich spät, die Sonne ging unter, mir war scheusekalt, obwohl es normale Temperaturen waren. Und ich mach mal lieber einen Speicherstand. Eine Sache lasse ich mir auch nicht nehmen zu sagen zu den Charakteristika der Kids. Es waren auf keinen Fall Fritz, Hans und Gerd. Verstehst schon, was ich meine. Und das kannst du mich nennen, wie du willst. Ach du Scheuße. Ah ja, Soldat der Enklave, natürlich. Botox gegen Depression, Geheimtipps. Merkst du selber. Mit draufkommen, aber Parterre wohnen, deutscher Hip-Hop. Merkst du selber, ne? Waldspaziergang mit VR-Brille, Krankheit als Weg. Merkst du selber. Fairphone, aber Apple-Aktien haben, Faltencreme. Merkst du selber, ne? Dem Auftragskiller Geld leihen, damit der dich nicht umbringt. Merkst du selber. Mit EasyJet nach Stuttgart. Schläfst du schon? Merkst du selber, ne? Richtung Zukunft durch die Nacht. Ich lach mich doch.